Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Ja, vielen lieben Dank hier im Gaffel am Dom an die Leute, die heute hier trotz GDL-Streik wieder zu uns gefunden haben. Der Herr Wieselski, der ist mein bester Freund geworden. Irgendwann, wenn ich ihn sehe, kriegt er von mir den Arsch. Okay, das nur am Rande. Wir wollen uns aber erstmal darüber freuen, dass der 1. FC Köln sicher die und locker und ohne Probleme die Klasse gehalten hat. Wir werden also auch, ja, im nächsten Jahr weiter Erstliga-Fußball sehen und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Über das Spiel in Mainz reden wir dann gleich auch noch. Ja, und damit stellen wir erstmal unsere Gäste vor und da freue ich mich heute auf jemanden. Er ist schon ein paar Mal bei uns gewesen, ist aber schon wieder fast ein Jahr her, unglaublich wie die Zeit vergeht. Von daher freuen wir uns, dass wir ihn heute wieder hier haben. Er ist eine echte FC-Legende, den muss ich nicht groß vorstellen. Herzlich willkommen, Wolfgang Bulle-Weber! Schön, ne? Ja. Immer wieder nett. So, fühlt sich gut an. Fühlt sich immer gut an. Dann nehmen wir doch jetzt mal den nächsten Gast und das ist jemand, ja gut, er ist natürlich auch auf dem Weg zur Legende beim WDR. Er arbeitet natürlich noch ein bisschen dran, muss noch ein bisschen dran tun. Wir freuen uns aber auch, dass er da ist. Jochen Hilgers vom WDR, herzlich willkommen. Unseren nächsten Gast müssen wir aktuell sehr, sehr sorgsam umpflegen und umhegen. Der Mann ist ja von Hause aus HSV-Fan. Und ja, wir wissen ja alle, wie das ist. Ich habe ihn eben mit dem Wort Abstiegs-Azubi begrüßt. Also von daher, wir hoffen alle für ihn persönlich natürlich, dass der HSV es noch schafft. Aber heute reden wir erstmal über seinen zweiten Lieblingsverein. Das ist der 1. FC Köln. Unser ständiger Experte Thomas Wagner von Sky. Hallo, vielen Dank für die warmen Worte. Dann lass uns erstmal über den 1. FC Köln sprechen, das ist das Wichtigste. Wolfgang Weber, also wenn du jetzt mal jetzt die letzten Wochen mal so betrachtest und dann natürlich den Klassenerhalt, der gegen Schalke geschafft worden ist, du warst bestimmt im Stadion, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht willst du erstmal, bevor wir gleich überhaupt generell über Mainz reden, was zum Klassenerhalt sagen, dass der dieses Jahr doch relativ entspannt geschafft worden ist. Also wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir mit dem Spiel gegen Schalke, also das drittletzte Spiel, die Klasse erhalten würden, hätte ich gesagt, glaube ich nicht. Wir kämpfen bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Ist das jetzt einigermaßen hier mit diesen blöden Mikrofonen, Ralf? Ja, wir suchen noch. Könnt ihr mich gut verstehen, oder was? Ja. Gut, okay, ne? Ja. Was habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ja, die glaube ich immer noch um den Klassenerhalt. Also, wenn mir vor einem Jahr ungefähr einer gesagt hätte, dass wir drei Spieltage vor Saisonschluss schon gesichert sind, dem hätte ich das nicht abgenommen. Die Mannschaft hat super gespielt über die gesamte Saison gesehen und es waren am Schluss sogar tolle Highlights dabei in den Heimspielen gegen Frankfurt, gegen Schalke, gegen wen auch immer. Wir haben dann eigentlich alle Spiele auch sehr offensiv gespielt und haben dann auch dementsprechend gewonnen. Und die Zuschauer waren begeistert, als sie dann das Stadion verlassen haben. Und so soll es auch sein. Und ich will jetzt nur noch einen Satz, da war der Block 3 oder 4 war nicht besetzt. Also das hat man kaum gemerkt, würde ich mal sagen, ja. Okay, dann erstmal die Freude über den Klassenerhalt. Da muss ich natürlich auch den erfahrenen Journalisten fragen. Hast du gedacht, vor der Saison hat man ja immer so Wetten laufen, ne? Ungefähr, wo landet der und der Verein und generell. Hast du den FC wirklich so kurz vor Schluss schon gerettet gesehen? Es hört sich jetzt blöd an, aber im Trainingslager in Kitzbühel habe ich das schon gedacht. Ich glaube, das geht gut in dieser Saison. Ich hatte eigentlich auch während des Verlaufs der gesamten Saison niemals Zweifel daran, dass es nicht klappen könnte. Selbst wenn die Heimspiele vielleicht nicht immer so toll gelaufen sind, machte die Mannschaft in sich aber einen sehr geschlossenen Eindruck. Der Trainer hat die, finde ich, sehr gut behandelt, hat die immer wieder aufgebaut, wenn es mal so ein bisschen schwieriger wurde fürs Team. Und wie gesagt, dieser Geist des 1. FC Köln, der wurde fast schon in Kitzbühel sichtbar und ich bin da sehr optimistisch dann nach Hause gefahren, habe mich dann auch auf die Saison gefreut, weil ich mir gedacht habe, also zittern müssen wir dieses Jahr nicht. Aber es hört sich jetzt im Nachhinein natürlich immer sehr klug an.
Ja, aber ich auch. Das wüsste mal. Also natürlich auch ein Experte applaudiert dir. Also dementsprechend kannst du mir übrigens auch applaudieren. Ich habe Platz 11 gesagt und habe vorher gesagt, dass Hector Nationalspieler wird. Ne? Ja, was trinken Sie, Herr Friedrich? Alles, was noch da ist. Nein, ich habe aber auch gesagt, dass Helmes die meisten Tore schießt. Aber okay, ja, das konnte ja keiner ahnen. Thomas, natürlich auch für dich die Frage, Klassenerhalt, 1. FC Köln. Wir beide reden ja schon die ganze Zeit hier drüber mit unseren Gästen und dementsprechend ist es ja für dich wahrscheinlich keine große Überraschung mehr. Hast du es denn vor der Saison auch so getippt? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Also wir müssten tatsächlich mal uns die Aufzeichnung anschauen. Ich meine, ich hätte damals gesagt, ich denke zwischen 11 und 14. Das wäre ja jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Was ich ganz bemerkenswert fand in der Saison, es gab 3-4 Situationen, wo du mit einer Niederlage abgerutscht wärst. Das war vor dem Auswärtsspiel in Schalke zum Beispiel in der Hinrunde. Das Heimspiel gegen Frankfurt hier mit, wir haben schon drüber gesprochen, diese Wahnsinnsgrätsche von Marot beim Stand von 1-1. Für mich persönlich, ich war ein Abwehrspiel auf viel bescheidenerem Niveau als Wolfgang Weber, aber für mich war das die schönste FC-Szene der Saison. Ja, also war vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Also die Mannschaft hat immer dann Stabilität und Geschlossenheit gezeigt, wenn es wichtig war. Und was mir gut gefallen hat, in der Hinrunde waren wirklich ein paar Spiele dabei. Da warst du zu Hause, das war nicht vergnügensteuerpflichtig. Und Peter Stöger hat die Mannschaft weiterentwickelt. Es waren zumindest in der Rückrunde 4-5 begeisternde Heimspiele. Auch das spricht für einen Trainer und deshalb würde ich wenn und aber Trainer und Mannschaft die Note 2 für diese Saison geben. Ja, hört sich gut an. Wolfgang, jetzt haben wir ja gesehen, dass gerade gegen Schalke, auf Mainz kommen wir natürlich auch noch zu sprechen, das ist natürlich ein bisschen speziell, aber reden wir erstmal über das Schalke-Spiel. Da stehen 9 Spieler, die aus der zweiten Liga hochgekommen sind, auf dem Platz. Man könnte ja den Verdacht haben, Peter Stöger hat jeden Spieler ein bisschen besser gemacht, dass die sich hier so gut bewährt haben. Wie siehst du es? Das in jedem Zweifel, ohne jeden Zweifel, die Mannschaft ist in sich besser geworden. Am Anfang der Saison waren wir alle so ein bisschen, wir wussten nicht genau, wo geht der Zug hin. Das erste Spiel, wo haben wir das nochmal gehabt? Gegen den HSV. Ja? Ja. Thomas, tut mir leid, aber das erste Spiel gegen den HSV war schon zäh und man hat dann erstmal gesehen, oh, jetzt muss die Mannschaft sich an die erste Bundesliga erst wieder gewöhnen. Aber als wir dann drin waren, haben wir zumindest im Abwehrbereich immer sehr gut gestanden. Da fing es dann irgendwann mal im Laufe der Hinrunde auch ein bisschen an zu bröckeln, aber dann haben wir uns wieder stabilisiert und sind super gut durch diese beiden Runden gekommen. Und Dominik Marot, der beim letzten Mal, als du hier warst, auch da war, hier auch am Stammtisch hier bei uns neben uns gesessen hat, mitgesprochen hat, der, ich sag mal, hat ja eine Bombensaison gemacht. Ist übrigens gerade aktuell zum Spieler des Monats gewählt worden beim 1. FC Köln. Ja. Hat er ja auch verdient. Aber ich möchte da nochmal auf den Dominik Marot zurückkommen. Ich hatte ihm ja doch eine schöne Grenze geflochten, als er hier war. Und am Wochenende haben wir dann in Hannover gespielt und seitdem werde ich nie mehr einen Spieler wirklich über den grünen Klee loben, weil der war bei dem entscheidenden Gegentor, war er nicht richtig im Bilde, aber dann ist er auch eine Zeit lang draußen gewesen und dann hat er sich aber wieder gefangen und die Innenverteidigung hat super gespielt insgesamt. Gratulation. Ja, ich denke, die Abwehr war ja auf jeden Fall ein großes Plus. Ich meine, das ist ja, sieht man ja auch in der Tabelle und wir haben es ja alle gesehen, ist ja nichts Neues, großartig. Gibt es so einen Spieler, wo du sagst, Jochen, der kommt mir fast ein bisschen zu schlecht weg? Also Marot wurde jetzt auch schon von vielen genannt. Gibt es noch einen anderen Spieler, wo du sagst, das war für mich einer der Spieler der Saison? Oder der Star ist die Mannschaft? Ich meine, die entscheidenden Namen sind gefallen, ne? Hector, Marot. Sonst würde ich eigentlich sagen, in der Verteidigung, das war eine ordentliche Leistung. Ich war ein bisschen enttäuscht vom Kapitän, ehrlich gesagt. Er hat auch nicht letztendlich nicht so viel gespielt. Muss übrigens noch einen Satz zu Hamburg sagen. Ich meine, das wäre ein sehr glücklicher Punkt für Hamburg gewesen beim allerersten Spiel. Ich hatte nämlich eigentlich das Gefühl, da geht's schon los, aber es kam dann erst ein bisschen später. Also ich weiß nicht, warum ihr jetzt noch auf mir rumtretet. Also den einen hat mir damals gerne mitgenommen. Naja, aber das war, wie gesagt, der Start, wo man gedacht hat, naja gut, hätte mehr drin sein können und hoffentlich haben wir nicht so viel Pech, dann könnten wir tatsächlich noch Schwierigkeiten bekommen, aber es ist ja tatsächlich anders gekommen. Aber nochmal auf die Mannschaft zurück,
zu kommen. Es gab ja doch deutlich unterschiedliche Mannschaften, mit denen Stöger aufgelaufen ist. Ganz manchmal auch erstaunlich, was sich der Trainer hat einfallen lassen, aber man hatte eigentlich immer das Gefühl, da steht ein Team auf dem Platz und da gibt es wenig Eifersüchteleien. Also wenn ich auch, sagen wir, in Richtung Sturm denke, da waren dann mal die Japaner, dann kam plötzlich Diverson mit Uja, was übrigens meiner Ansicht nach super geklappt hat. Ich war begeistert von dem Spiel von den beiden und ist Diverson mit den Verletzungen leider wieder zurückgefallen. Aber da hatte ich gedacht, oh, das könnte ja in der nächsten Saison mit Uja und Diverson was Tolles werden. Wird es jetzt leider nicht, in doppelter Hinsicht nicht. Aber das hat irgendwie gezeigt, dass erstens Peter Stöger die richtige Hand hatte, dass er verschiedene Kombinationen aufstellen konnte, verschiedene Paare gebildet hat. Es hat jeweils ganz gut funktioniert und sagen wir, dadurch hat er es auch dem Gegner jeweils dann schwieriger gemacht, gegen den ersten FC Köln zu spielen. Das hat man, glaube ich, deutlich gemerkt. Okay. Thomas, hast du noch was zum Saisonverlauf zu sagen? Also gerade jetzt, wo wir gerade beim Spieler der Saison gesucht haben, oder ich meine, du hast Marot eben schon erwähnt, gibt es noch einen anderen? Ich finde, dass der FC eine gute Achse hatte. Horn, also Debütsaison, wirklich richtig gut gespielt. Marot habe ich schon gesagt. Ich war zu Saisonbeginn, mea culpa, war ich ein bisschen kritisch, ob er das Tempo mitgehen kann. Lehmann hat für mich auch ohne Ausreißer gespielt. Und dann würde ich sagen, im Offensivbereich, gerade in der Rückrunde, finde ich, dass Risse mir sehr gut gefallen hat. Der ist schon der Mann, der was Besonderes machen kann. Er hat auch eine unheimlich gute Schusstechnik, war auch sehr konstant. Leider im Gegensatz zu Halfa, der einer der wenigen Spieler ist, wo ich sage, die mich dann vielleicht vom Potenzial her ein bisschen enttäuscht haben. Und auch wenn es der ein oder andere vielleicht nicht gerne hört und ich auch sage, dass ich mir nicht sicher bin, ob er es nächstes Jahr nochmal so gepackt hätte. Also in der Zeit, gerade in der Hinrunde, als nach vorne wenig ging, hat Uja für mich einen richtig guten Job gemacht. Mit Toren und so viel, wie er gelaufen ist. Also die fünf Spieler würde ich als Achse nennen. Ja. Ist ja auch, ich meine, gerade Uja, klar, viele FC-Fans sind verärgert. Auf der anderen Seite, die 10 Tore, wer hätte sie sonst machen sollen? Also das war schon wichtig, dass der in die Bresche gesprungen, wie eben schon erwähnt, Helm ist ausgefallen. Da hätte auch keiner gedacht, dass der das auch schafft, zweistellig zu treffen. Ja, besonders auch deshalb, weil er ja in der Hinrunde fast alleine auf weiter Flur war. Es wurden immer lange Bälle auf ihn gespielt. Dann hat er ein wunderbares, tolles Kopfballspiel. Nur wenn das Kopfballduell gewonnen wird und keiner ist in seiner Nähe, dann kann auch daraus kein guter Angriff kommen. Also Uja wurde am Anfang ziemlich alleine gelassen und dass er dann trotzdem noch 10 Tore geschossen hat, alle Achtung. Wir reden natürlich nachher noch über die neuen Spieler, was wir noch brauchen, ob ein Anthony Modest ihn ersetzen kann, wenn er denn überhaupt kommt. Ja, mittlerweile ja auch schon die Pillen an ihm dran sind. Also da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Lassen wir uns erstmal, ist ein Stammtisch, weißt du ja. Ne? Also nein, lass uns erstmal nochmal über das letzte Spiel reden, weil das, denke ich, ist doch noch eine Sache, über die man gesondert sprechen muss. Der erste FC Köln ist gerettet, spielt in Mainz und spielt dann mit einer B11. Ich frage jetzt erstmal dich als professionellen Journalisten, also B11 in Anführungsstrichen, es waren 4 Leute, die letztendlich ausgetauscht worden sind. Wimmer raus, letztendlich dann der Torwart wurde gewechselt, Kessler sicher auch ein guter Mann und so weiter. Uja hat nicht gespielt, also auch eine Sache, die man auswärts vielleicht gar nicht so verstehen konnte. Einfach mal dein Statement zu dieser Sache. Auf jeden Fall muss man festhalten, dass der FC dieses Spiel nicht weggeschenkt hat. Das ist schon mal das Wichtigste. Es hat nicht gereicht, aber es hätte unter Umständen, wäre mehr drin gewesen bei dem Spiel in Mainz. Und es ist eben zu einer 2-0 Niederlage gekommen. Das kann passieren und das wäre möglicherweise mit einer A11 auch geschehen. Dann muss man sich, finde ich, fairerweise nochmal in den Kopf des Trainers hineindenken, der jetzt ja schon auch eine Saison weiterdenken muss. Der muss ja auch mal überlegen, mit wem gehe ich in die nächste Saison und wen führe ich langsam an die Mannschaft heran. Das sind nun auch, ist ein weiterer Grund, vielleicht andere Spieler einzusetzen als die, die man als A-Mannschaft auf der Bank dann sitzen lässt. Also das halte ich für nachvollziehbar. Und ich meine, es gibt nur einen Vergleich mit Bayern München, bei denen sieht es ja, eigentlich finde ich, schlechter und verwerflicher aus. Ich denke, dass man das verzeihen kann. Es steht und fällt natürlich alles noch ein bisschen damit, danke, was beim Spiel gegen Wolfsburg dann am Samstag
geboten wird. Ich denke aber, dass der FC versuchen wird, sich wirklich für diese Saison nochmal bei allen Zuschauern, und das Stadion wird ja dann auch wieder ganz voll sein, zu bedanken mit einer wirklich ansprechenden Leistung. Ja, es ist aber trotzdem noch eine Sache, da gehe ich mal zu dir, Wolfgang. Man hatte ja sogar noch die theoretische Chance, und jetzt heißt es wieder die Kölner Spinner mit Euroleague und sonst was, ja, Champions League, wir kommen, all der ganze Kram. Nein, die Sache war realistisch. Und jetzt sind die Ergebnisse auch noch genauso gelaufen, dass bei einem Kölner Sieg, wenn es denn geklappt hätte, dann doch tatsächlich nur ein Punkt Abstand zum Platz 7 gewesen wäre, der nur zu 50% die Euroleague sichert. Also das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber dennoch, also, und da gibt es natürlich eine große Diskussion, die also auch diese Woche stattgefunden hat, so nach dem Motto, ja, es ist ja super, dass ihr die Klasse gehalten habt, aber wenn ihr die theoretische Chance noch habt, dann stellt doch wenigstens die beste Elf auf. Wenn ihr dann verliert, muss man sich nicht ärgern, dass man nicht die Allerbesten hat spielen lassen. Wie siehst du die Debatte? Also der Jochen hat schon das Richtige gesagt. Die Mannschaft, die auf dem Feld war, hat alles gegeben. Wir hätten auch gewinnen können. Wir haben es nicht. Entscheidende Fehler sehe ich im Moment nicht. Das Einzige, was ich so sehe, ist, dass der Peter Stöger möglicherweise noch gar nicht so weit und so schnell nach oben wollte. Das ist eine Theorie, die wahrscheinlich keiner vertritt. Also wenn wir dieses Jahr schon in der Europa, ich bin also eigentlich dafür, die Chancen dann zu nutzen, wenn sie da sind. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, wo geht das hier in Köln hin, wenn wir dann auf einmal schon in der Europa-Liga spielen? Welche Anforderungen und welche für die nächste Saison dann da sind, das ist ja unheimlich schwierig. Aber im Grunde hätte ich schon ganz gerne da in Mainz gewonnen, aber es ist eben nicht passiert und die Mannschaft hat alles gegeben. Wenn wir die Chancen nutzen, Bart Finne braucht den Ball nur zu stoppen, dann steht er allein vor dem Tor und dann würde keiner etwas über die personelle Situation sagen. Außerdem weiß ich nicht, was in der Woche so gelaufen ist. Vielleicht hat der eine oder andere Spieler ein bisschen einen auf träge gemacht und der Peter Stöger hat dann gesagt, nee, jetzt spielt ein anderer für dich. Ganz einfach. Auch eine Möglichkeit, klar, natürlich. Und Thomas, aber dennoch, die Debatte läuft. Und da muss man klar sagen, dass es gibt halt wirklich diese zwei Seiten. Die einen sagen, von wegen, wie wir es gerade auch gehört haben, ne, vielleicht kommt das alles viel zu früh für uns, um Gottes Willen. Die anderen sagen, das ist Leistungssport. Und wir hätten die Mannschaft ja auch nicht ausgewechselt, wenn wir noch theoretisch hätten absteigen können. Genauso gut darf man sie nicht auswechseln, wenn man theoretisch noch in die Euroleague kann. Das ist ja dieser komische Spagat, den in dieser Liga herrscht. Du kannst genauso gut absteigen, wie in die Euroleague kommen, je nachdem, wie es läuft. Wie hast du das vor Ort beobachtet? Ich finde, da gibt es ganz viele Aspekte und ich glaube, da gibt es gar nicht ein richtig und falsch. Also wenn ich sage, ein Kessler spielt im Tor, dann sage ich jetzt nicht per se, das ist eine Schwächung, weil das ist ein Torwart, der hat seine Erstligatauglichkeit schon bewiesen. Wenn ich sage, ein Maffrey spielt statt im Wimmer, dann würde ich sagen, es ist ein bisschen weniger, aber Maffrey hat auch schon gezeigt, dass er in der Bundesliga spielen kann. Es geht wohl um das Signal eher, ne? Was sagst du? Es geht um die Signalwirkung vielleicht. Ja, genau. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, Peter Stöger ist ein Trainer, der sehr darauf achtet, auf Mannschaftshygiene, der übrigens erinnern uns an unseren letzten Stammtisch, da hast du gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Uca spielt. Da habe ich gesagt, wenn der die Trainingsleistung bringt, dann wird der spielen. Er hat gespielt gegen Schalke, jetzt nicht schweinchenschlau. Er ist jemand, der Einsatz und auch soziale Hygiene in der Mannschaft sehr hoch hängt. So, wenn er am Schluss sagt, okay, ich gebe noch einem Matuschik noch ein Spiel, der übrigens für mich keiner der Schlechteren war, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich will Finne auch meinen Wettkampf sehen, dann kannst du natürlich kritisch auch sagen, mein Gott, der hat ihn jetzt ein ganzes Jahr gesehen, also entweder weiß jetzt, ob er mit ihm weitermachen kann oder nicht. Aber die Spieler, die reingekommen sind, haben mich eigentlich nicht enttäuscht. Also am ehesten noch Maffrey, obwohl der hat schon gute Spiele dieses Jahr gemacht.
Das andere ist natürlich, was du ansprichst, gebe ich nicht ein Signal, indem ich von vornherein sage, für mich ist die Saison gelaufen. Ich glaube, da kommt aber noch hinzu, der FC spielt seit 2 Jahren konzentrationsmäßig mental am Limit. Letztes Jahr musstest du jedes Spiel gewinnen und dieses Jahr musstest du immer 100% abrufen, um in dieser Liga zu bestehen. Das ist ganz natürlich, das kennt man noch früh, wenn man selber Verbands- oder Kreisliga gespielt hat, wenn die Saison gelaufen war, dann bist du mal Larifari dahin gefahren, dann hast du auch einen auf den Sack gekriegt oder du hast dich in einen Rausch gespielt, das gab es auch. Aber eins, das kann ich dann auch nicht akzeptieren, wenn es so gewesen sein sollte. Also wenn du die Chance auf Platz 7 hast, da muss ich ganz ehrlich sagen, ob der eine dann überschnappt oder ob du Dreifachbelastung hast, du kannst nicht früh genug in den Europapokal kommen. Also wenn du die Chance hast und nach den Spielen hättest du sie wirklich gehabt, unentschieden am Wochenende Dortmund-Bremen, du gewinnst selber, dann bist du Siebter. Also das wäre kein Argument. Ich weiß aber auch nicht oder glaube nicht, dass Stöger jetzt automatisch gesagt hat, ich schenke das Ganze ab, weil es zu früh kommt. Ich glaube, er hat gesagt, ich gebe verdienten Spielern eine Chance, mal gucken, wie die sich schlagen und dass die Ergebnisse nachher vielleicht so waren, hat nicht jeder gedacht. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ich will, dass mein Verein so hoch wie möglich kommt und wenn Platz 7 möglich war, ärgert man sich, wenn es leichtfertig verschenkt wurde. Es geht ja noch um TV-Gelder und so weiter, das sind ja auch noch Dinge. Also selbst wenn du jetzt nicht Siebter wirst, dann vielleicht Achter oder Neunter, hast du erstmal das schöne Image, endlich mal wieder einen einstelligen Tabellenplatz seit 1992 und natürlich auch in der Ranglistentabelle steigst du dann auch ein bisschen. Ich denke mal, dieses Thema Euroleague zu früh, kann eine Euroleague wirklich zu früh kommen? Ich meine, es gibt ja die Beispiele, dass Mannschaften danach Probleme hatten. Also ich muss noch kurz was zu Stöger sagen. Der hasst verlieren. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendetwas tut, um die Mannschaft zu schwächen. Darüber hinaus glaube ich aber, dass für den FC die Europa-Liga einfach zu früh kommt. Da muss der Kader größer werden. Da muss die ganze Organisation des Vereins umstrukturiert werden. Das ist ein Riesentheater. Und wir sehen das ja häufig bei anderen Vereinen, die plötzlich eine Doppel- und Dreifachbelastung haben, dass die in der Bundesliga wieder absacken. Und das kann sich so ein fragiles Element wie der erste FC Köln meiner Ansicht nach noch nicht leisten. Da müsste man vielleicht tatsächlich mal 2 Jahre, du hast ja eben auch schon mal gesagt, 2 Jahre dauert es wahrscheinlich, bis der Verein sich richtig weiterentwickelt hat, sodass man sagt, das ist wirklich ein stabiles Fundament, auf dem er steht. Da muss man sich wahrscheinlich doch ein bisschen gedulden. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Absicht damit verbunden ist, dass man sagt, wir schenken das jetzt ab, wir wollen gar nicht in die Europa-Liga. Aber ich glaube auch, es ist zu früh für den Verein. Und bei Jochen, wenn ich ganz kurz vielleicht nur einhaken darf. Ich meine, es gibt ja verschiedene Beispiele. Ich kann mich erinnern, du hast recht, vor 2 Jahren wäre Freiburg damals fast abgestiegen oder beziehungsweise im letzten Jahr war das ja dann in der letzten Saison, als sie diese Mehrfachbelastung hatten. Da war es aber natürlich auch so, da hat man von Anfang an immer gesagt, oh, wir haben den Kader gar nicht dafür, diese Reisestrapazen. Ich finde, also ich schätze das, was Freiburg macht, über alle Maßen, gar keine Frage. Aber ich finde, es ist immer so ein bisschen auch so eine Einstellungssache. Und wenn du auf der anderen Seite schaust, letztes Jahr Eintracht Frankfurt, die sind mit 15.000 Fans zu jedem Auswärtsspiel gefahren, da war jedes Heimspiel ausverkauft. Da hast du auch deinen Namen einfach mal wieder in Europa aufpoliert und die Leute haben dann irgendwann gedacht, ey, wir waren mal eine große Nummer in Europa, jetzt sind wir mal wieder dabei. Das kann ja was du gerade sagst, Gladbach in den 2 Jahren Europa League, hast du ja auch gemerkt, wie voll das Stadion ist, was das auch für eine Euphorie tragen kann. Natürlich reden wir hier vielleicht auch über verschiedene Kaderstärken, aber das Gefühl, überhaupt mal wieder dabei zu sein und als Sportler und als Fan willst du ja auch immer das Höchste. Ich will jetzt gar nicht vorgreifen, es hat ja auch niemand gesagt vor der Saison, ihr müsst Europa League spielen, aber wenn die Chance da wäre, finde ich, kann es nicht zu früh kommen. Ich habe immer noch die Sätze von Klaus Horstmann im Ohr, der sagte, Europa League, da musst du dein Geld mitbringen. Ja, also, weil das hat sich ein bisschen geändert. Das meine ich auch. Und ich wollte es aber trotzdem, weil es mir irgendwie immer vor Augen ist, wenn ich Europa League überhaupt gucke, denke ich immer an Klaus Horstmann. Das ist jetzt zig Jahre her, ich glaube 5 oder 7 Jahre, als er das erzählt hat. Da hatte der FC nämlich schon mal die Chance. Und da hat Horstmann gesagt, komm, wollen wir gar nichts mit anfangen. Das sind Geschichten aus alten Zeiten, gebe ich zu. Frankfurt hat übrigens nicht viel davon gehabt von dem Jahr Euro League. Die haben ja dieses Jahr auch mehr oder weniger, sind die durch die Tabelle getorkelt und haben ja auch nichts Ordentliches auf die Reihe gekriegt. Also da kann danach ja auch durchaus mal wieder eine Katerstimmung eintreten. Und dann hat man den Salat und hat diesen vorsichtigen Aufbau, der beim FC gerade ja für uns sichtbar wird, hat man den möglicherweise wieder verspielt. Das ist zumindest riskant.
Ja, damit aber jetzt der Eindruck nicht entsteht, also der FC hat wirklich, also da kann ich nur bestätigen, nicht so gespielt, als wenn er verlieren wollte. Die hätten genauso gut auch gewinnen können. Also das war so ein Spiel, wo es einfach ein bisschen doof gelaufen ist. Da kommt ja wieder mal zum x-ten Mal eine merkwürdige Elfmeterentscheidung oder besser gesagt Nicht-Elfmeterentscheidung noch mit hinzu und was auch immer. Ich denke, wir sollten jetzt einfach einen Haken dran machen. Vielleicht, oder haben wir noch eine Fanstimme, die dazu was sagen will? Wenn ja, dann soll sie sich bitte jetzt melden, oder? Nee, dann machen wir das am Schluss. Dann machen wir das jetzt und dann machen wir das am Schluss, dann kommst du dann auch noch dran. Gut, dann lass uns doch jetzt mal über, ja, vielleicht auch schon mal so Dinge sehen, die wir jetzt gesehen haben, dass ein Mergi Maffrey jetzt für Wimmer gespielt hat. Wolfgang, du bist ja als Abwehrspieler natürlich der Spezialist für solche Fragen. Hast du das Gefühl, dass Maffrey den Wimmer ersetzen kann oder muss da zwingend noch ein weiterer Abwehrspieler geholt werden? Also das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich muss jetzt erstmal den Wimmer in den höchsten Tönen loben. Der Junge hat eine tolle Entwicklung genommen hier beim 1. FC Köln und dass die auf der Insel auf ihn aufmerksam geworden sind und ihn dann auch haben wollten, das spricht für seine Klasse und für seine Qualität. Und für den Maffrey wird es da sehr, sehr schwer anzuknüpfen. Wir müssen in jedem Fall noch innen einen gestandenen Innenverteidiger verpflichten. Ein Spieler wie Marot oder dann auch Maffrey können verletzt werden und man kann nicht nur auf zwei Leute setzen. Das ist so das, was ich zu dem Maffrey und Wimmer sagen wollte. Ein Spieler ist für mich insgesamt noch ein bisschen zu wenig hervorgehoben worden, weil es ist schon der Name gefallen, der Lehmann, der hat eine ganz, ganz tolle Saison gespielt, hätte ich ihm von vornherein mal nicht zugetraut, in der ersten Liga solche Akzente zu setzen. Der Junge, der war ganz großartig, hat super gespielt und hat die Mannschaft auch gut zusammengehalten. Und unser Jonas Hector, der zum ersten Nationalspieler seit ewigen Zeiten geworden ist. Und darüber habe ich mich natürlich ganz besonders gefreut, dass wieder mal ein Junge vom FC in der Nationalmannschaft zu sehen war. Und er hat sich da auch ganz toll gezeigt. Er hat tolle Leistungen geboten. Ich sehe für ihn eine sehr, sehr positive Zukunft. Kann ich nur bestätigen, ja. Ja. Kommt noch, müssen noch warm werden. Nein, es ist aber so, dass gerade Hector, ja, wir sind dabei, wir arbeiten gerade dran, ein bisschen so, das Ganze ein bisschen aufzuheizen. Und gerade Hector, der kommende Weltfußballer, um das Ganze noch mal ein bisschen heißer zu machen. Oh. Nein, Thomas, er war ja auch schon hier, ich weiß nicht, warst du da auch an dem Abend da? Ja. Da warst du, glaube ich, mal nicht da, das war ja noch vor der Zeit. Wie auch immer. Das ist so ein Spieler, wo im Prinzip schon in der zweiten Liga, habe ich ja schon gedacht, Mensch, der Löw, der könnte den eigentlich schon mit zur WM nehmen. Da haben sie mich alle ausgelacht. Ich bin davon überzeugt, der hätte schon bei der WM gut ausgesehen. Hat er denn auch in dieser ersten Liga sich nochmal zur zweiten Liga verbessert? Wir hatten die Diskussion, glaube ich, nach dem Heimspiel gegen Dortmund. Da war Kevin Vogt damals hier und da haben wir beide gesagt, der taucht bald im Kader auf. Und da hat Kevin Vogt selbst noch gesagt, naja, also seid mal ein bisschen vorsichtig. Auch da zwei Phasen. Er ist berufen worden, das sicherlich relativ früh, liegt natürlich auch daran, weil wir auf links einfach nicht so viel in Deutschland haben oder die wir haben oft auch verletzt waren oder der Bundestrainer hatte wie im Fall Schmelzer vielleicht nicht ganz so das Zutrauen. Dann war er sehr früh in der Nationalmannschaft schon und dann kam eigentlich das, was du als junger Spieler sicherlich hast. Du hast da irgendwas zu verkraften. Du denkst vielleicht, oh, jetzt hast du eine erste Schwelle geschafft. Und dann ist er auch ein bisschen schwächer geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann aber das, was viele in der Mannschaft ausgezeichnet hat und was Stöger mit den Spielern gemacht hat, er ist in der zweiten Saisonhälfte ist ein ganz anderer geworden. Vor allen Dingen, er hat sich was zugetraut, gekrönt mit diesem Wahnsinnstor gegen Hoffenheim damals. Aber er ist sich auch dessen bewusst geworden, was Wolfgang Weber sicherlich auch damit eben sagen wollte, wenn du eben Nationalspieler bist, dann wird noch mal mehr auf dich geschaut, dann musst du auch andere mitreißen und er ist ja von seinem Naturell eher ein ganz ruhiger Vertreter, aber ich finde, auch er hat natürlich ganz klar einen Sprung gemacht und wenn das so weitergeht, da ist sicherlich das Ende noch nicht absehbar. Und das Ende muss aber auch beim 1. FC Köln passieren. Ich höre, dass die Bayern interessiert sind.
Ja gut, die sind ja an allen interessiert, wenn sie Clubs kaputt machen können, die in Zukunft wieder Konkurrenz werden könnten. Ne? Danke, das hat sich gut angehört. Ist fast ein bisschen untergegangen, weil gerade das Licht ausgegangen ist. Aber du wolltest was sagen, gerade zum Jonas oder? Ich wollte dem Thomas nur mal beipflichten. Ich hätte es nicht besser formulieren können, wie du das mit dem Jonas Hector gesagt hast. Wunderbar. Ja, ich meine, das ist auch ist bei einigen Spielern aufgefallen. Also Jochen, dass einige Spieler eine schlechtere Phase mal durchgemacht haben. Hector als Beispiel, waren aber auch ein, zwei andere, die auch diese Phase, Marot wurde eben schon erwähnt, der auch mal 3-4 Spiele draußen war. Und dann hast du im Prinzip, ich denke, das ist so das große Plus dieses Kaders, dass er eine Breite hat, das haben wir ja schon vorher festgestellt, aber dann fallen die anderen halt auch wieder raus. Also man kann es auffangen, wenn mal einer nicht so gut spielt. Ja, und ich bin immer noch ganz begeistert von den beiden Japanern. Ich meine, man muss sich deren Situation ja auch mal vorstellen. Die haben Verständigungsschwierigkeiten, die sind in einem völlig anderen Kulturkreis. Die brauchen ihre Zeit, um überhaupt mal anzukommen in einer Mannschaft, in einer Stadt. Und dann sind sie auch mal beide gemeinsam auf dem Feld. Ich meine, das wäre im Frankfurt-Spiel gewesen und wirbeln da alles durcheinander und sind nicht vom Ball zu trennen und haben 90% gewinnen die ihre Zweikämpfe und verstehen sich blind auf dem Platz und kommen auch dazu, mit anderen Spielern quasi die mit einzubinden. Und das fand ich hervorragend. Da freue ich mich, wie das in der nächsten Saison zum Beispiel weitergeht. Und das wird auch ein Uja, den ich auch toll fand diese Saison, wahrscheinlich den Weggang von Uja kompensieren können, wenn die beiden natürlich nicht verletzt sind, sondern durchaus weiterspielen können. Ja, damit sind wir schon auch ein bisschen bei der Thematik mit der nächsten Saison, die ja in ein paar Wochen schon beginnt. Also das dann dauert dann doch noch bis 14., 15. August da in der Ecke. Da, also noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Wolfgang, wie neugierig bist du? Welche Spieler brauchen wir noch? In welchen Bereichen muss der erste FC Köln was tun? Das zweite Jahr gilt ja immer als das schwerste für den Aufsteiger. Ja, das ist es auch sicherlich, weil mit dem Aufstieg ist eine gewisse Euphorie verbunden. Gut, in Köln muss das ja keine Euphorie. In Köln ist es automatisch eine Euphorie, die Mannschaft wird getragen. Und das für mich sind die Zuschauer dieses Jahr auch die großen Gewinner dieser ersten Bundesliga-Saison. Sie haben die Mannschaft immer dann unterstützt, wenn die Mannschaft es wirklich brauchte. Und ich kann mich an das Spiel gegen Leverkusen erinnern. Da fiel das 1-0 für Leverkusen und da war 30 Sekunden mucksmäuschenstill. Und auf einmal kam, aus welcher Ecke auch immer, kam FC. Und da hat das ganze Stadion die Jungs getragen, unterstützt. Und mit dieser Unterstützung glaube ich, dass wir wieder einen guten Platz erreichen, auf jeden Fall. Aber man muss jetzt erstmal abwarten, mit welchen Spielern wir in die Saison gehen. Ich denke mal, das ist jetzt Kaffeesatzleserei oder wie heißt das? Heißt so, ja. Ist das so? Ja? Heißt so, aber wir machen es trotzdem gerne, weil wir sind ja nicht umsonst. Ich gehe dir doch nicht auf den Leim. Du kennst mich doch schon lange genug. Ich habe es versögt, ne? Aber willst du machen? Ja, Thomas, der lässt sich vielleicht drauf ein. Der muss das ja auch rein theoretisch. Das steht in seinem Vertrag drin, den wir eben gleich noch schließen werden bei einem Kölsch. Ne? Nein, jetzt mal ernsthaft. Was muss der FC tun? Also ich meine, das zweite Jahr, wir wissen es alle. Ne? Also es wird schwer. Und ob das nochmal so gut geht mit fast nur einem erweiterten Zweitligakader, der es ja nun mal war, ist die Frage. Also sicherlich hat der ein oder andere Spieler sich auch in einem Jahr Bundesliga weiterentwickelt. Aber Saisons laufen ja immer unterschiedlich. Also in diesem Jahr reißt du ja 1-0 Spiel in der Defensive ans nächste. So jetzt mache ich jetzt einfach nur mal, du spielst nächstes Jahr die ersten zwei Spiele, kriegst im ersten Spiel ein blödes, abgefälschtes Tor, im zweiten hast du ein dummes Eigentor, dann sind diese Selbstverständlichkeiten, die Automatismen, die sich in der Saison auch rausbilden können, die sind dann weg. Also die haben ein richtig gutes defensives Fundament, aber das war schon an der obersten Grenze, was die Defensive dieses Jahr gespielt hat. Das kannst du nicht automatisch für die neue Saison erwarten. Zweitens, Mittelfeld. Etwas Kreatives würde schon, glaube ich, noch gut tun, auch wenn Spieler weiterentwickelt wurden, denn viele Gegner werden sich auch auf die Art des FC einstellen und du brauchst tatsächlich dann jemand, der dir Tore garantiert. Helmes, ich finde es ganz schade, aber ich glaub persönlich fast nicht mehr, dass er wiederkommt. Uja ist weg, der hat 10 gemacht.
Und auch wenn der Kollege Hilges gerade mit Recht gute Ansätze bei den Japanern gelobt hat, ob die die Last tragen können für eine ganze Saison, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Jörg Schmadtke hundertprozentig also mindestens so viel Ahnung vom Fußball hat wie ich, ne? Ich denke mal noch mehr. Und der wird diese Positionen und Schwachstellen auch erkannt haben. Ich glaube, der FC muss natürlich im nächsten Jahr auch sich darauf einstellen, dass ihn niemand mehr in Anführungszeichen unterschätzt und dass man mittlerweile auch weiß, wie diese Mannschaft spielt. Darauf müssen sie Antworten finden, gar keine Frage. Jochen, was darf denn der FC auf gar keinen Fall machen? Stöger verärgern. Nein, das ist, Stöger ist für mich so der Garant, dass es gut weitergeht, weil damit jetzt mal eine Konstanz in den Verein kommt und auch in die Mannschaftsführung kommt, die wir immer mal wieder vermissen mussten. Weil wenn ich an das Kapitel Daum zurückdenke, der dann auch gesagt hat, ich bleibe lange, plötzlich war er weg und hat eigentlich einen Scherbenhaufen hinterlassen. Sowas dürfte nicht passieren. Und wir hatten gerade ja Jörg Schmadtke angesprochen. Du meinst natürlich, das ist ja Herr Falken auch. Der schwirrt da oben und guckt runter und findet meistens den richtigen. Ne? Das ist schon erstaunlich, was Schmadtke mit verhältnismäßig wenig Geld im Vergleich zu anderen Vereinen da auf die Beine bringt. Da muss ich jetzt doch mal zwischengrätschen, weil wenn man die Bilanz jetzt von Schmadtke sieht, ich sag mal, wer hat jetzt am meisten gespielt? Also Vogt, klar, von den Neuzugängen Zoller ist nach Kaiserslautern gegangen, der eigentliche Königstransfer. Ja, wir müssen mal gucken, wenn er jetzt wieder zurückkommt, ne? Was er dann leistet. Ne? Er hat meine Japaner gefunden. Olkowski auch ein absoluter Gewinn. Ja, ich genau, denke, der ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen vergessen worden, weil er natürlich jetzt auch verletzt ist. Aber der hat ja Miso Brečko, ich sag mal, fast schon problemlos aus der ersten Elf herausgeholt. Ja, er konnte einem fast ein bisschen leid tun, aber es wurde ja immer gesagt, ja, er hat möglicherweise sehr gutes Zweitliganiveau und in der ersten Liga müssen wir mal schauen, was wir mit ihm machen. Und er hat ja, glaube ich, natürlich auch für ihn menschlich ein ganz, ganz schlechtes Jahr. Ne? Das muss ja für einen Kapitän grausam sein, die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen. Auf der anderen Seite, wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten. Brečko war ja lange unangefochten auf der rechten Seite. Ne? Ich habe das immer gesagt, ich finde, dass der nach hinten stabil steht, aber nach vorne macht er zu wenig. Als Olkowski ihn jetzt so richtig rechts überholt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er dann nachher jetzt gespielt hat, ich finde, Wolfgang hat das gerade mir ins Ohr praktisch reingeflüstert, deshalb darf ich das gerne noch so weiter sagen, er hat dann auch ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Also Enttäuschung würde ich nicht sagen. Die Frage ist, kann er sich mit dieser Rolle im nächsten Jahr nochmal anfreunden? Aber so jemanden als Backup zu haben oder wenn Olkowski vielleicht auch mal offensiver spielt, finde ich für eine Mannschaft, für den FC immer noch gut. Und Ralf, was du gerade gesagt hast, absolut richtig. Es war jetzt gar nicht in diesem Jahr, dass Schmadtke nur die Trüffel gefunden hat oder sowas, aber er hat ja diesen Kader mit übernommen, der dann aufgestiegen ist, hat da ein bisschen was dazugefügt. Ich glaube übrigens, dass Modest auf gar keinen Fall kommt. Ich glaube, das ist so ein typisches Schmadtke-Ding, da taucht irgendwie ein Name auf, alle stürzen sich da drauf und der hat im Hintergrund, macht er was ganz anderes. Also das ist meine persönliche Meinung zum Thema Modest. Du hast aber eine schlechte Meinung von unserem Manager. Eine gute Nebelkerze. Also ein Nebelkerzenzünder sozusagen, um dann hinterher noch Messi zu holen und all die anderen, die recht ganz talentiert sind. Oder Messis kleinen Bruder, wer auch immer. Nein, versuchen wir mal ein bisschen wieder zurückzukommen in die richtige Spur. Nein, Simon Zoller wurde angesprochen. Ich denke, das ist schon ein wichtiges Thema, der aus merkwürdigen Gründen, haben wir alle gesagt, dann den FC erstmal kurzzeitig verlassen hat. Man baut jetzt auf ihn. Also erst hat man das ja ein bisschen für Poker gehalten, ne? So, aber man hat es jetzt ganz offen gesagt, der kommt definitiv zurück. Ist wie ein Neuzugang zu bewerten. Freust du dich auf ihn? Ja, wenn er wesentlich besser spielt als in den ersten Spielen, dann freue ich mich auf ihn. Er hat also wenig Spuren hinterlassen hier in Köln und der Wechsel nach Kaiserslautern war, glaube ich, irgendwie zwangsläufig. Und ich hoffe, dass er sein Selbstvertrauen wieder ein bisschen hat aufbauen können. Aber er muss wesentlich mehr zeigen, als er das in den Spielen in der Hinrunde getan hat. Also da ist noch Luft nach oben. Thomas. Ja, also er hat, wenn du seine Karriere betrachtest, hat er
oft im ersten Jahr Anlaufprobleme gehabt. Der war auch oft unterschätzt. Ich glaube, er ist in Karlsruhe ausgebildet worden. Dann ist er nach Osnabrück gegangen. Da hat es am Anfang nicht so funktioniert. Dann kam er irgendwann in Lautern ähnlich. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, das hört sich jetzt hart an, er ist, glaube ich, an seinen Grenzen noch irgendwo so ein bisschen angekommen. Er hat jetzt auch in Kaiserslautern in der Rückrunde jetzt auch keine Bäume ausgerissen, war auch verletzt, aber hat, glaube ich, 3 Tore geschossen. Und ich habe, als er kam, eigentlich gedacht, dieses Spiel könnte für ihn passen. Also weite Schläge von hinten, jemand wie Uca, der ablegt. Das hat Idrissou damals in Kaiserslautern immer für ihn gemacht. Und er kann dann, weil er ja schnell ist, in die Räume reingehen. Aber von der ganzen Körpersprache, vom ersten Moment an hier, ganze Körpersprache, das Fußballerische, dann stand immer so, ich greife jetzt an, da ein Mentaltrainer, da ein Körpertrainer, keine Ahnung, was weiß ich nicht alles. Es war mir alles irgendwie zu, ich weiß nicht, ob er auch überfordert war mit dem, was hier auf einen Spieler einstürzt oder sowas. Also ohne Wenn und Aber war er für mich die größte Enttäuschung und auch mit dieser ganzen Hypothek, er wird ja jetzt noch kritischer gesehen werden. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er den Durchbruch schafft, obwohl ich es ihm wünschen würde, auch, vor allen Dingen auch dem FC, weil der hat ja auch ein bisschen was gekostet. Aber sich alleine darauf zu verlassen, wäre meiner Meinung nach falsch. Naja, da ist die Erwartungshaltung, die ist generell, das deckt sich ja auch mit vielen, die, mit denen man so spricht. Hast du eine andere Meinung zu Zoller? Kann man da irgendwie, hast du eine gewisse Hoffnung, dass der noch einen Sprung nach vorne macht? Also ich finde, mit der Hypothek belastet, sollte man nicht zurückkommen lassen, sondern man sollte dem schon versuchen, ein bisschen positiver gegenüberzustehen. Die Rückrunde, sagst du, war schlecht mit einer Verletzung, vielleicht kein großes Wunder. Also vielleicht hat er noch Entwicklungspotenzial, das er uns zeigen wird. Ich frage mich die ganze Zeit, wir haben ja noch andere Leute gesehen am Anfang der Saison, die dann plötzlich, die ganz gut gestartet sind, wie Svento zum Beispiel, den habe ich gesehen, und die sind dann plötzlich in der Versenkung verschwunden. Frage mich immer, wie passiert sowas? Und Wolfgang, dann müsstest du ja eigentlich... Ich glaube nur, Jochen, der war ja, der hat im letzten Jahr wegen seinem Mittelfußbruch ja, glaube ich, fast ein halbes Jahr nicht gespielt. Nee, aber dann kam er eigentlich, ja, dann ist, er hat dann ja gut es, angefangen. Wolfgang, und dann ist aber oft so, ne? Nach einer Verletzung bist du irgendwann wieder da und fällst dann irgendwie später in so ein Loch. Bei mir nicht. Du hast ja auch selbst weitergespielt, wenn du verletzt warst, ne? Er war nie verletzt, so gesehen. Wenn ist er von der Massagebank getrunken. Nein, aber es sind, was ich damit sagen will, es sind durchaus ja noch Spieler im Kader, die für eine Überraschung gut sind, in die eine oder auch in die andere Richtung. Und ja, lassen wir mal abwarten, wie sich das entwickeln wird. Also irgendwo kann der FC ja schon relativ befreit jetzt doch in die nächste Saison gehen. Natürlich muss man immer nach oben und nach unten gucken, aber der Verein konsolidiert sich jetzt. Die Finanzen sind nicht mehr das unmittelbare Problem wie noch vor einem Jahr, als wir hier gesessen haben. Da ist viel Geld reingekommen. Dann Alexander Werle hatte ja auch zum Beispiel gesagt, also mein Wunschergebnis sind 40 Punkte, weil jeder Punkt kostet mich mehr als 50.000 Euro. Also lassen wir mal gucken, dass sie da unten in dieser Region bleiben, die Klasse halten und 40 Jetzt Punkte Jetzt verstehe ich holen. Die Aufstellung, ja. In Mainz. Na, ich meine, das hat er im Scherz gesagt, aber was ich damit sagen will, es ist für den FC eigentlich sehr planmäßig so gelaufen, wie sie sich das überlegt haben. Und es sind keine großen Löcher aufgedeckt. Es kommen noch Transfereinnahmen nicht in zu unterschätzende Maße rein. Also ich denke, dass die nächste Saison, dann ist auf dem Transfermarkt ja eine ganze Menge drin dann im Sommer. Ich denke, dass in der nächsten Saison dann eine gute Truppe stehen wird. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Der Mike, ich glaube, der hat schon. Mike, hast du Lust? Ja, ich kriege von mir jetzt genau 1:30. Auf keinen Fall länger, weil wir müssen noch sehr fertig werden. Du sollst einfach sagen, was du erwartest. Ich komme jetzt einfach mal zu dir, gebe dir das Mikro und sorge auch dafür, dass ich wieder abnehme, wenn es zu hart wird. Also ich gebe euch direkt mal einen Tipp. Der Mann heißt im Internet Lehrer gnadenlos. Ja? Also deine Einschätzung zum 1. FC Köln für die neue Saison. Was brauchen wir für Spieler? Was generell erwartest du vom FC? Ja, gern. Vielleicht, ich schicke eins voraus. Olkowski, der ist jetzt noch erwähnt worden, halte ich für den absolut besten Neuankauf und vielleicht auch für den besten Fußballer, den der FC hat, sage ich mal. Ich denke, der FC braucht mindestens 4 wirklich gute Spieler, einen guten Ersatz für Wimmer. Mavrai wird das nicht schaffen, wenn der drin war, haben wir immer den Kasten voll gekriegt fast. 2 Mittelfeldspieler, einen defensiven, einen offensiven, vielleicht auch mit Spielmacherqualität, die auch mal aufs Tor bolzen können, was außer dem Risse keiner tut, und einen wirklich guten Stürmer.
Also diese vier Positionen, meine ich, müssen gut ausgefüllt sein. Und bei der Quote, die der Schmadtke hat, der hat diesmal von 8 Neuankäufen, war der Olkowski sehr gut, der Vogt und der Osako okay und der Rest konntest du nicht brauchen. So gut fand ich die Quote nicht. Ich hoffe, er trifft jetzt besser. Und es ist ja vielleicht ein bisschen mehr Geld durch diesen sagenhaften Transfer Wimmer. Und Uja ist ja ein bisschen Geld drin. Also ich denke, wir brauchen mindestens 4 wirklich gute Verstärkungen. Und die nächste Saison wird nicht einfacher, eher schwerer. Ich habe mich jetzt kurz gefasst. Ich bin sehr, sehr dankbar. Danke, lieber Mike. Ich denke, das war mal wichtig, dass wir auch mal eine Stimme jetzt wieder aus der Fanbereich haben. Wir werden auch demnächst wieder einen Fan vorne sitzen haben. Das sage ich jetzt schon mal vorab. Das werden wir wieder einführen. So, ja, jetzt habt ihr das gehört. Also im Prinzip gar nicht mal so, also hat sich jetzt nicht so groß unterschieden von euren Meinungen. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal schauen, dass wir noch mal ein Spiel zu spielen haben, nämlich gegen den VfL Wolfsburg, gegen den wahrscheinlichen Vizemeister, oder wir verhindern das und machen Gladbach zum Vizemeister. Tut ja schon ein bisschen weh, ne? Uiuiui. Ja, gut, wenn wir nicht mehr deutscher Meister werden können, dann ist mir egal, wer Zweiter wird. Wird eng, wird eng. Also, es ist ja schon so, man sieht ja, Thomas, also ich habe die Aufstellung oder habe jetzt gelesen, dass Bröker spielen soll, der ja auch den Verein verlassen wird. Dann sieht man natürlich auch, jetzt kommen die Dankeschöns, jetzt nimmt man es nicht mehr ganz so ernst, oder? Sehe ich das falsch? Also zunächst mal, weil gerade das Thema Vizemeister war, ich bin ja nun wirklich alles andere als Bayern-Fan, das habe ich auch mehrmals schon hier gesagt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der VfL Wolfsburg meine Hoffnung erfüllen soll, dass die Bayern nicht jedes Jahr Meister werden, tue ich mich irgendwie auch schwer. Also im Moment macht mir das Ganze oben in der Bundesliga nicht so viel Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zu Bröker, das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, Bröker ist auch so ein Typ, der wichtig für die Hygiene ist, auch für eine Mannschaft in der Kabine. Und jetzt geht es ja nun wirklich nicht mehr um Rang 7. Also wenn die anderen schon einen Abschied bekommen haben, warum nicht auch Bröker, der übrigens auch am Ende der Hinrunde hat er den 2-3-mal noch gebracht, bevor er sich in Schalke verletzt hat. Ne? Immer ein Muster an Einsatzbereitschaft. Mein Gott, ich glaube, dass Wolfsburg sicherlich den 2. Platz sichern möchte. Ich glaube, dass der FC sich ordentlich verabschieden möchte. Das riecht für mich ganz klar nach einem 1-1 und doch unterhaltsamen Fußballspiel. Sommerkick könnte es natürlich auch werden. Wir kennen das. Da gibt es auch schon mal am Ende mal ein 3-3. Da haben wir schon die tollsten Sachen gesehen. Ja, was erwartet das? Unsere Abwehr? Bei der Abwehr ist das schwierig. Aber kommt drauf an, wen er noch alle aufstellt. Ich meine, ich habe ja keine Ahnung, wie man noch all dankbar ist. Aber nein, jetzt mal im Ernst. Ich meine, das ist ja auch eine Konstellation, wo man einfach sagt, ja, was willst du jetzt noch groß machen? Was willst du sportlich aus so einem Spiel noch ziehen? Testen, bereits für die neue Saison. Funktioniert ein Finne? Sollen wir ihn ausleihen oder nicht? Sind das so Dinge, die im Fokus stehen? Jetzt kann ich mir... Also, was bringt jetzt großartiges Ausprobieren? Das ist Abschied von Thomas Bröker, klar. Aber was bringt das jetzt? Das nächste Heimspiel ist in 3 Monaten. Das heißt, jetzt hat die Mannschaft die Möglichkeit, sich vom Publikum zu verabschieden und sich in guter Erinnerung nochmal zu präsentieren, damit man in 3 Monaten noch was hat. Klasse Team. Und das Stadion wird wieder voll sein, wird wieder eine andere Art der Unterstützung von den Fans geben. Und da muss ich sagen, dass im Leverkusen-Spiel ist mir das auch aufgefallen mit den Fans, dass da eine gewisse Stille eintrat und dann kamen die Fans wieder und unterstützten den 1. FC Köln. Und das war dieses situationsabhängige Anfeuern. Die Mannschaft hat gemerkt, aha, die sind noch da. Es ist nicht dieses 90-minütige dauernde Singsang, das von den Tribünen kommt. Da kann die Mannschaft relativ wenig mit anfangen. Und ich habe beim Schalke-Spiel, ist mir aufgefallen, was mir wirklich absolut nicht in den Kopf gegangen ist, was die Schalke-Fans da gemacht haben. Die Mannschaft hat unterirdisch gespielt. Boateng musste nach 5 Minuten ausgewechselt werden. Und die kriegen 90 Minuten Supporter von ihren Fans. Da denkt man doch, meine Güte, diese Mannschaft hat gar nichts verdient. Und dieses situationsabhängige Anfeuern in den letzten 3 Heimspielen vom FC, das hat mir sehr gut gefallen. Und das ist auch, glaube ich, viel besser bei der Mannschaft angekommen und hat die letztendlich auch viel mehr angespornt. Und das würde ich mir wünschen, dass das gegen Wolfsburg nochmal so geschieht. Und es werden ja dann, wie gesagt, alle Plätze wieder besetzt sein. Lass mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Okay, ja, bis doch mal.
Ja, wir laden ja nur Experten ja ein. Ne? Also von daher wusste ich ja schon, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Nein, der 1. FC Köln, wollen wir nicht vergessen, ist im Jahr 2015 zu Hause noch ungeschlagen. Das möchte man schon noch gern verteidigen. Ne? Also was erwartest du denn? Hast du einen Tipp für uns? Na, ich habe nur den Tipp, dass wir, ich glaube, wir haben mit Frankfurt begonnen, wo die Euphorie auch auf das Publikum übergeschwappt ist, richtig, wo die Mannschaft hat das Publikum animiert, nicht umgekehrt. Das muss auch mal sein. Das einzig Richtige. Bitte? Das ist das einzig Richtige. Ja, ich sagte, ja. Völlig, du sagst es ja. 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 Ihr seid euch einig. Wir sind uns einig. Aber jetzt bin ich rausgekommen. Ne? Ja? Nein, es ging um einen kleinen Tipp, den hätte ich noch gerne für Wolfsburg, weil wir tippen ja immer hier ein bisschen. Der Thomas hat auch schon mal ein Fässchen gewonnen, er wird es auch irgendwann kriegen. Und nein, da steht seit zwei Wochen, den letzten zwei Stammtischen da und du nimmst es nicht mit. Tipp. Mit dem Halbfinal aus in 1994, 95 gegen VfL Wolfsburg. Ja. Ziggy Reich. Oh. 95, ja, Ralf, so weit gehen wir zurück. Und mit diesem Halbfinal aus ist der FC nach unten abgesackt. Das war so ein Tag, wo es dann richtig nach unten ging. Und mit dem Sieg morgen geht es richtig nach oben. Also Tipps auf Sieg. Wunderbar. Aber ich möchte da noch eins sagen, weil ich das völlig richtig fand, was der Jochen gesagt hat. Und da bin ich mal anderer Meinung als der geschätzte Dr. Gnadenloser, wie es heißt. Natürlich muss eine Mannschaft ein Publikum begeistern können. Aber wenn man immer erzählt, wie toll das Publikum hier wäre, wie wahnsinnig die Atmosphäre ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, erst die letzten drei, vier Heimspiele habe ich das so richtig gemerkt, dass auch mal etwas gefeiert wurde, wenn du eine gute Abwehraktion hast oder ein gutes Ding, dass die Mannschaft, dass bei einem Spiel, was auf der Kippe steht. Das Publikum kann dann schon auch den Unterschied ausmachen. Früher hat man immer gesagt, in Kaiserslautern, du weißt es besser als ich, 6 bis 8 Punkte pro Saison haben die gemacht. Und hier war doch früher immer so ein bisschen, naja, in den 60er, 70er Jahren, wo ihr eh alles geschlagen habt, dann gucken wir mal, außer die großen Europapokalnächte, dann fand ich es teilweise früher grausam im alten Mungersdorfer Stadion. Da war überhaupt keine Unterstützung, die aufs Spiel ging. So, und jetzt muss ich ganz ehrlich, ich kann dieses Geseier von diesen Kapo-Vorsängern, ich kann es nicht mehr hören. Es war endlich mal wieder richtige Fußballstimmung und das hat mir viel besser gefallen. Also wenn es nicht so hässlich mit dem Grau aussehe, könnten für mich die Blöcke die ganze Zeit geschlossen bleiben, muss ich ehrlich sagen. Jo, also ich denke, wollen sie nicht alle verdammen, die haben natürlich auch viel zur Stimmung beigetragen, aber ich weiß natürlich, was du meinst, von daher. Einen Tipp muss ich natürlich trotzdem noch haben, Wolfsburg. Ich hatte eben gedacht, ich tippe nur, wenn der Thomas endlich sein Fässchen bekommt, aber ich sage jetzt steht mal... Steht kalt hin. 1-1. 1-1, ich tippe, ich sage Sommerkick, 3-2 für den FC. Jetzt machen wir noch das Ergebnis, weil wir müssen ja letztendlich dann auch das Fass noch ausgeben. 2-0. Mit dem defensiven Spiel durchstehen. Ja, wir stehen auf jeden Fall. Und vorne machen wir. Ich hatte gesagt 1-1, kann ich jetzt nicht zurückrudern. Nee, da bleibst du jetzt noch bei. Wunderbar. Jetzt, wir teilen uns das Fest. Ja. Bevor wir das aber dann nächstes Jahr wiederkommen. Ja, ach, da kriegen wir hin. Übrigens, der Holger Schmidt hat beim letzten Mal gewonnen. Der hat 2-0 für den FC gegen Schalke getippt. Also, Holger, du kriegst dein Fässchen noch. Sollen wir noch mal einen Blick auf die anderen Mannschaften werfen, Thomas? Also ich tue es ja eigentlich nur ungern, weil ganz ehrlich, wir wissen ja alle, wie das ist. Also ganz grausam, deswegen sagte ich ja eben schon Abstiegs-Azubi. Wir kennen das schon ein bisschen, wir haben schon unseren Meister dran gemacht. Es ist grausam und ich hoffe, dass es dir persönlich erspart bleibt. Trotzdem schick uns doch mal deine Einschätzung auf diesen wahnsinnigen Abstiegskampf. Also ich muss ehrlich sagen, ich war am Samstag ja in Mainz, ich habe die Konferenz mir angeguckt und jedes Tor, das gefallen ist, hat es ja umso schlimmer gemacht. Also ich war echt ein bisschen paralysiert. Man kriegt das ja auch mit, das ist ja ganz schlimm. In Mainz freuen sich die Zuschauer, wenn der HSV ein Gegentor bekommt. Das zeigt mal, welchen Stellenwert wir mittlerweile haben. Jeder sagt, und das stimmt ja auch, also der HSV bettelt jetzt so lange um den Abstieg. Also sie hätten es mehr als verdient und auch das ist ja eine Parallele, wie es vielleicht in den 90ern hier war, das hast du eben gerade gesagt.
eigentlich hatte ich bis Dienstag gar keine Hoffnung mehr, weil ich gedacht habe, selbst dass Paderborn noch verloren hat, war ja blöde für den HSV, weil die keine Chance mehr haben, aus eigener Kraft zumindest die Relegation zu schaffen. Und ich habe auch gedacht, Hannover gegen Freiburg, irgendwie geht das unentschieden aus, obwohl die nicht beide so in dieses Spiel reingehen werden. Und heute Morgen hatte ich irgendwie beim Sport plötzlich eine Eingebung. Paderborn wehrt sich gegen Stuttgart, der HSV gewinnt 2-0 gegen Schalke und Freiburg gewinnt in Hannover und wir sind direkt gerettet. Es wäre ein Wunder. Wir hätten es nicht verdient, aber ich würde mich trotzdem freuen drüber. Nachvollziehbar. Ja, Wolfgang, du hast ja oft mit Uwe Seeler zusammengespielt. In der Nationalmannschaft habt ihr ja oft zusammen große Sieger errungen, große Schlachten geschlagen. Mit wem? Mit Uwe Seeler. Also. Den kennst du noch. Ja. Du hast nicht beim HSV gespielt, so viel weiß ich noch. Uwe Seeler, ja. Nein, aber jetzt, wenn der HSV von der Bildfläche verschwinden würde, vielleicht sogar Stuttgart, können ja beide sogar absteigen, das geht ja auch, so bei zwei Schwergewichte, wäre das für die Liga gut oder letztendlich entscheidet die Leistung? Also zunächst einmal war der HSV der letzte Verein, der nach dem FC dann noch übrig geblieben ist. Die Gründer der Bundesliga 1963-64, die waren alle schon mal abgestiegen und da hat uns der HSV, ich bin diesen Spielern, die damals gespielt haben, noch immer sehr böse, dass sie das zugelassen haben, dass der HSV der einzige Verein geblieben ist, der von Anfang an dabei war. Diesmal glaube ich, dass Paderborn und Stuttgart unentschieden spielen und der HSV wieder in die Relegation geht. Würde ich unterschreiben jetzt. Das ist jetzt. Ja, dann nimm doch mal deine Einschätzung. Ist ja auch hier klar im Westen. Paderborn hat mir auch noch eine Mannschaft, die da drin ist. Und Stuttgart. Ich meine, jedes Tor, was da am Samstag fällt, kann ja die Situation nachhaltig verändern. Also, was erwartest du für einen Spieltag? Ja, ich freue mich schon auf die Konferenz bei euch. Na, das ist klar. Kann ich aber nicht sehen. Mit einem Stadion. Nein, aber das ist ja das Schöne eigentlich, wenn man so ein voller Spieltag ist, dann sieht man auch im Stadion immer, wenn am Platz mal nichts los ist, an der Anzeigentafel, kann die wieder mitrechnen. Es hat auch Vorteile. Ich glaube auch, dass Hamburg sich in die Relegation rettet. Da würde dann Darmstadt unter Umständen warten. Das müsste ja zu machen sein. Wobei ich auch mit dieser Empfehlung, man muss mal wieder absteigen oder man muss mal absteigen, um sich dann zu reformieren, passt ja auch nicht immer, siehe FC. Also wir haben uns da zu oft reformiert, waren zu oft dann wieder unten. Das könnte dem Hamburger SV ja dann auch passieren, dass so eine Fahrstuhlmannschaft wird. Und wir sind dann irgendwann, wenn Hamburg jetzt auch weg wäre, wir sind dann irgendwann zu wenig Großstädte in der Bundesliga. Ne? Man müsste auch mal, was haben wir jetzt von Ingolstadt? Und wenn das Spiel dann Freiburg gegen Ingolstadt und Darmstadt gegen Leverkusen, interessiert keinen. Wobei ich sagen muss, Darmstadt finde ich zum Beispiel echt eine Wahnsinnsgeschichte. Die waren eigentlich vor 2 Jahren Viertliga und sie freuen sich ja auf den FC mit dem Plakat. Aber eins möchte ich hier schon auch nochmal loswerden. Also ganz klar, der HSV hat den Abstieg verdient, keine Frage, auch wenn mein Herz was anderes. Aber was ich loswerden möchte, wenn ich sehe, wie Bayern München sich präsentiert seit dem Meistertitel und wenn ich wüsste, wie sich ein Hoeneß und ein Rummenigge aufgeregt hätten, wenn andere Clubs so abschenken würden. Das ist eine Sauerei und die laufen immer mit ihrer Moralapostelei durch die Gegend. Das ist ein Witz. Zu dem Thema habe ich eben unsere Kürbisse befragt, ne? Unsere beiden Kultkürbisse, Sascha und Jürgen, und habe sie mit dem Schatzschneider-Zitat dann befragt, nach dem Motto, von wegen, das wäre ja ein Pissverein, da haben die beide heftigst widersprochen, haben gesagt, das ist ein Adressverein. Damit haben wir das auch geklärt. Ja, pass auf, wir sind durch. Wir haben alles besprochen, wir sind heilfroh, dass wir in diesem messerscharfen Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben. Der 1. FC Köln hat die Klasse, bleibt in der ersten Liga und greift dann halt nächstes Jahr die Euroleague an. Darauf freuen wir uns schon. Nächste Woche haben wir noch einmal Stammtisch und zwar einen ganz besonderen. Da machen wir noch mal eine kleine Saisonbilanz, vielleicht auch mit jemandem vom 1. FC Köln. Und es wird der 150. Stammtisch sein seit über 6 Jahren. Die 150. Ausgabe. Ich freue mich drauf und ich hoffe, euch alle zu sehen. Und wenn die GDL dann ausnahmsweise mal nicht mehr streikt, dann haben wir auch unsere alten Stammgäste wieder und viele, die neu dazukommen. Also, vielen Dank an euch alle. Madet Jod, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Ciao.